Willkommen zurück zu Let's Play Neverwinter Nights. Wir sind fertig gebufft. So. Oh Gott. Noch ein Minotaurus. Hä? Soll's mitnehmen. Nicht einfach nur anfassen und wieder liegen lassen. Och Gott, ich muss es anfassen. Toll. Ey, Sonne, scheiß Dreckskacke. Gleich mal Genesung in die Fresse hauen. Tiger, nein. Yep, schon erledigt. Für 31 Gold, da greife ich mal ins Falle. Für 31 Gold, das ist doch so pralle. Für 31 Gold, da gehe ich jetzt hier hin. Für 31 Gold schieße ich den Minotaurus im Hirn. Hier lässt er was? Seine Spuren im Sand sind vom Hirn weggewaschen. Warum ist alles voller Fallen, ey? Dummy. Helf mal mit. Ich gebe mir mal monströse Regeneration. Damit ich mehr regeneriere. Mach den Moonwalk zur Kiste. Wenn jetzt noch die Truhen mit Fallen versehen sind, ey, dann. Dann gebe ich meinen Hut ab. Da liegt was. Ich habe mich mal entschieden, hier lang zu gehen. Ja, mach die Tür auf. Dumm. Dumm, dumm. Dumm, dumm, dumm. Juhu! Mist, einer hat überlebt. Trefft ihr den Mann. Ein Haufen voller Zombies, ey. Mann, gut, ich hab Untote vertreiben. Mit einem Schlag ist alles weg. Hey, Fred, ich habe den Schaben ein Geschäft vorgeschlagen. Sie sind bereit, einen Tunnel zu graben. Keine 20 Jahre mehr und wir sind hier raus. Hüter Erjak. Oder Erjak. Geht man von dem Blut aus, das sein Haar bedeckt, scheint der mächtige Minotaurus wohl die Kontrolle über diesen Hiesen gefangen zu haben. Pieks. Euer Kopf wird meine Tafel schmücken, ihr Narr. Glaub's aber auch nur du. Geräuschexplosion. Und den zweiten haben sie auch entdeckt. Hauptsache, Tommy kriegt volles Pfund aufs Maul. Oh. Nee, nee, nicht das. Das kannst du mir nicht bringen. Mein Gepäck ist zu schwer. So geht es nicht. Ja, jetzt reicht es mir. Jetzt muss ich muss tatsächlich Sachen liegen lassen. Alter, ich kann nicht so einen Bänderpanzer mitnehmen. Das geht nicht. Tommy, trink mal was. Ich brauch Platz. Mist, das reicht immer noch nicht. Was habe ich gerade eingesammelt? Den Säbel. Das muss hier bleiben. Ich kann es nicht mitnehmen, Leute. Na klar. Nein, kann ich nicht. Nicht nach klar. Scheiß Digga. Yep, schon erledigt. Geld ist schön. Geld nehme ich gerne. Aber doch nicht.
Delga. Oh, was ist denn das für ein Name? Ihr scheint mir keiner von Maugrims Fanatikern zu sein, aber ich könnte mich natürlich auch täuschen. Zurück und keine... Nein, ich bin wahrlich keine dieser Kultisten. Ich bin erleichtert, das zu hören. Mein Name ist Deltagar Zielhund. Maugrim ließ mich hier einsperren, da ich mich nicht ihm anschließen wollte. Könntet ihr mich wohl befreien, Sir? Sire? Ich bin nicht hier, um euch zu retten. Dann lässt sie mich jetzt frei? Ach man, ich habe keine Lust mehr, böse zu spielen. Ich weiß nicht, was habe ich davon, wenn ich euch freilasse? Ich habe nichts, was ich euch als Belohnung anbieten könnte. Maugrim hat mit Sicherheit auch meine Blutverbindung zu den Teleportern aufgehoben. Blutverbindung? So dass ich euch nicht einmal einen Runenstein fertigen könnte. Ich könnte euch alle aber alles erzählen, was ich über den Turm weiß, wenn ihr das wünscht. Dann seid ihr nutzlos für mich. Dann lasst ihr mich jetzt frei. Wir können nun gehen, oder ihr helft mir, Maugrim zu besiegen. Ich würde euch helfen, wenn ich könnte, aber ich habe diesen Bruderschaft treu geschworen. Meine Pflicht ist es, diejenigen zu suchen, die übrig geblieben sind, und nicht an eurer Seite gegen Maugrim zu kämpfen. Dann fürchte ich, dass ich euch töten muss, ne? Dann vergessen wir es besser. Verschwindet, solange ihr es noch könnt. Danke, zum Glück kann ich mich noch von hier vorteleportieren und später zurückkehren, um Maugrim zu bekämpfen. Viel Glück. Warum ich ihn nicht getötet habe, ist mir doch scheißegal. Für die Tschüss. Ja! Sag mal, soll ich denn... Meine Fresse, sind die stark. Das nächste, was ich an so einem Gegner zauber, ist Schlachtenglück. Hier ist nichts. Außer so ein sehr, sehr langer und dünner Dildo. Gut, wen haben wir hier? Gott, das ist ein Leichnam. Manch mächtiger Bla. Extrem schwierig. Na, das wollen wir ja mal sehen. Ibu Soleno Samatka. Ach Mann, ich hasse diese verkackte Zauber. Die nehmen doch nicht mal Schaden, ey. Was soll denn der Scheiß? Oh. Säurennebel. Fick dich. Was soll denn der Scheiß? Ist. Der ist immun dagegen. So, Gebet. Quatsch. Das noch nicht. Das. Auf den Leichnam bitte. Los, los, los. Mach, 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 mach. Mach. Gut, er ist tot. Ey, Klingbarriere ist so göttlich. Uns geht zwar sehr schlecht, aber wir machen trotzdem weiter. Huch, eigentlich wollte ich die Karte haben. So, boah, das sind so viele Türen. Ein unbekannter Sprecher. Alle
sind sie hinter mir her. Sie glaubten, ich wüsste das nicht, aber ich weiß es sehr wohl. Ein Gefangener. Aber meine Rache kommt bald. Sehr bald. Seid gegrüßt. Das sind diejenigen, die mich hier eingeworfen haben. Sie haben mich gegen mich verschworen und mal la 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 la. Ha 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 ha. Hey. Juhu! Juhu! Meine Gebeisterung hält sich in Gänzen. Gefangener und Fred. Psst. Sprech nicht zu laut, Fred. Diese Seite der Zelle arbeitet für den Aufzehr. Schön, euch zu sehen. Ah, oh Fred, ihr bringt mich um. Das ist der beste Witz, den ich je gehört habe. Gott, ich gehe wieder. Ach, hier war nur ein Haufen Schrott. Okay, Halt! Rasten. Immer rasten. Zumal ich sowieso hier ein ziemliches Problem hätte, wenn ich jetzt ohne Rasten hochgehe. Nein! Speichern! Huch! Oh nein! Mein Akkustand hat nur noch 30%. Wir werden alle sterben. Bim, 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 bim. So. Oh Gott. Bloß kein Schritt machen. So, zack, 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 zack. 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 Hurra! Gewehm, okay. Wisch, 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 wisch. Alter, da ist ja eine Menge los. Mega Mephit, okay? La 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 la. Klick Enter. Zum Himmel komm, lass uns fröhlich sein. Gucken, was passiert, wenn ich hier einfach mal. Boah, Alter, die hauen aber rein. Schlachtenglück. Verhelfe mir zum Sieg. Ein Frog. Frogs sind knochige Kreaturen, die da über dem... kennen wir doch schon. Och Mann, wer hat das gezaubert? Warst du das? Leute, ihr dürft doch angreifen. Es sind Gegner hier. Haben wir jetzt irgendwelche Frogs? Ich will weg von der Falle, Mann. Oh, diese Wegfindung, ey, die bringt mich noch um. Tommy, Tür öffnen. Truhe, meine ich. So. Ja, danke. Gut, in der nächsten Folge geht's weiter. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.